Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein ganz... Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem Video, denn ich weiß, wie dünn dieses Eis ist, auf dem ich mich hier gerade bewege, aber ich renne mit Schlittschuhen direkt drauf und möchte heute mit euch über, ja, Kylie Skin reden. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Video probiert, ein bisschen anders aufzubauen als sonst. Ihr seht die Applikation und ich werde in diesem Frame hier euch so ein bisschen was erzählen. Des Weiteren habe ich mich ein bisschen schlau gemacht mit Informationen, die vielleicht ganz spannend sein könnten zu den Produkten. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an, denn es ist wild. Es ist sehr wild und ehrlich gesagt, ach Gott, ich... Freunde, falls ihr ja neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das haben einige von euch noch nicht getan und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werden würdet. Und falls euch das Video geholfen hat, ihr auf so ein Video gewartet habt oder falls ihr es einfach lustig findet, wie sehr ich mich probiere, wie so eine kleine Schlange, um bestimmte Sachen zu winden, dann freue ich mich gerne über ein Like. Es geht richtigerweise, ihr habt es im Titel schon gelesen, um Kylie Skin. Wer die letzten 12 Jahre von Social Media fern war, dem sind die Kardashians nicht bekannt. Kylie Jenner ist die jüngste und ich glaube mittlerweile die reichste von allen. Warum ist sie so reich geworden? Sie hat Lippenstifte rausgebracht und hat dann jetzt auch Hautpflege rausgebracht. Kleiner Disclaimer, das Ganze ist kein Shade gegen niemanden, den ich hier in dem Video erwähne. Das ist eine reine First Impression. Bei Hautpflege macht First Impression nicht so viel Sinn. Ich wollte euch aber eher so ein paar Informationen mit dem Video geben. Ich werde die Sachen jetzt 4 Wochen lang konsequent ausschließlich benutzen und werde euch dann, wenn ihr das wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, eine kleine Review 4 Wochen nach Kylie Skin geben. Da könnt ihr mir gerne ein Feedback geben, dann werde ich das für euch tun. Ja, ihr kennt meine Meinung zu Make-up-Marken, die Skincare rausbringen. Wenn Skincare-Marken Make-up rausbringen, dann bin ich davon ein großer Fan. Wenn Make-up-Marken Hautpflegeprodukte rausbringen, denke ich mir so, oh Girl, you want cash. Sie hat sehr viel Geld. Sie hat, glaube ich, vieles in ihrem Leben richtig gemacht. Ob sie es richtig mit diesen Produkten gemacht hat, well, werden wir jetzt sehen. Falls ihr Leon nicht kennt, Leon auf Insta x Skincare hat gestern einen Beitrag dazu auf Instagram hochgeladen. An dem werde ich mich so ein bisschen orientieren. Er kennt sich wesentlich besser mit Inhaltsstoffen aus und kann das Ganze besser bewerten. Und deswegen, ich verlinke euch seinen Instagram-Account einmal unten in der Infobox. Schaut gerne bei ihm vorbei. Er hat die Produkte so ein bisschen auseinandergedröselt und gesagt, was ist gut und was ist nicht gut. Und diese Informationen möchte ich euch weitergeben. Ich will sie nicht bewerten, weil ich kenne mich mit Hautpflege an sich selber nicht aus. Deswegen auch hier kleiner Disclaimer. Ich bin kein Hautpflegeexperte, ich habe das nicht studiert, ich kenne mich mit Inhaltsstoffen nicht wirklich aus. Es geht jetzt rein um die Produkte und meinen ersten Eindruck. Und First Impression von dem Packaging, es fühlt sich sehr gut an. Also wir haben hier so einen recht großen Karton, das ist jetzt von dem Toner. Wir haben hier so einen Ombre-Effekt von Millennial Pink zu Weiß. Es ist so eine gummierte Pappe, ist schon recht schwer und fühlt sich vom Packaging her sehr hochwertig an. Die Produkte untereinander sind so ein bisschen unterschiedlich, aber sie sind alle in diesem Millennial Pink, deswegen, ihr wisst mittlerweile, wie ich das mache, wenn ich Produkte habe und das passende T-Shirt dazu oder das Pulloverchen, wir passen das an. Ich glaube, wir fangen mit dem ersten Produkt an und das ist auch das gefährlichste. Und das ist das Walnut Scrub. Das ist ein Peeling mit Walnussschalen. Und ihr wisst, was ich sonst immer sage, ich mache niemals in meinem Gesicht ein Peeling, was ein mechanisches Peeling ist, also wo Peelingkörner drin sind. Ich benutze ausschließlich chemische Peelings und bin gar kein Fan von mechanischen Peelings. Walnussschalenkerne sind sehr, sehr scharfkantig. Man kann nicht kontrollieren, wenn sie geschrotet werden, wie scharfkantig sind die Ecken und ihr könnt kleine Mikroschnitte in eurer Haut machen. Deswegen, ich blende euch hier auch so ein bisschen ein, wie ich das Produkt aufgetragen habe. Es ist recht fein von der Konsistenz her und es sind nicht so wie so dicke Salzkristalle drin, aber man merkt schon, dass man ein Peeling auf der Haut hat. Und es ist nicht wie so eine Base und dann sind einzelne Peelingkörner mit drin, sondern es ist alles Peelingkorn. Und ich schaue mal ganz kurz, was Leon dazu geschrieben hat, denn das war ganz treffend und das war auch der Eindruck, den ich hatte so ein bisschen. Die Schalen können nicht kontrolliert werden, sind oft scharfkantige Splitter, welche Mikroschnitte in die Haut setzen können. Außerdem haben chemische Peelings mehr Vorteile als physikalische Peelings. Der einzige Vorteil ist, dass sich die Haut so ein bisschen gepeelt anfühlt, aber mehr ist es auch nicht. Ich habe das jetzt nur einmal mitgekauft, um euch das einmal hier zu zeigen und so ein bisschen zu berichten. Es riecht nach nichts. Es ist recht intensiv an Peelen, aber ich bin gar kein Fan von Peelings und ich sage in jedem Hautpflegevideo, was ich mache, Finger weg von Peelings. Deswegen würde ich auch hier sagen, egal ob es
auch wenn es gut formuliert gewesen wäre, Finger weg von mechanischen Peelings. Der nächste Schritt, das ist ein Schaum, ein Foaming Face Wash. Und es hat sehr, sehr schön aufgeschäumt. Das liegt laut Leon an Aminosäurentensiden. Es schäumt einfach schön. Da ist auch angeblich Kiwiöl drin. Ich habe auf den Ingredients hinten geguckt. Das ist, ich glaube, der letzte Punkt auf der Ingredients-Liste. Und das macht ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, wenn wir jetzt von den Inhaltsstoffen sprechen, was es für die Haut tut, Öl in einen Reinigungsschaum zu machen, weil wir waschen es uns eh wieder ab. Es fühlt sich sehr gut an. Es reinigt die Haut sehr, sehr schön. Aber auch hier, ne, tut es nicht vielleicht auch einfach ein günstiger Reinigungsschaum? Das ist generell, es ist so schwierig, weil man kann, oder ich kann zumindest, ich mache Make-up. Ich kann euch nicht sagen, ist es das Geld wert? Das muss am Ende natürlich jeder selber entscheiden. Deswegen meinte ich vorhin, ich bewege mich hier auf dünnem Eis. Also ich will euch einfach nur so ein bisschen berichten, wie ich das Produkt empfunden habe. Es riecht nach nichts. Es schäumt sehr, sehr schön auf. Der Schaum zieht dann aber auch weg und ist dann auch weg. Es hinterlässt so ein leicht klebriges Gefühl. Man kann es sehr gut abwaschen. Und ich hatte das Gefühl, die Haut ist sehr, sehr sauber. Ich hatte natürlich jetzt nicht viel Make-up drauf. Ich werde das Ganze aber auch nochmal heute Abend benutzen. Und dann kann ich euch da noch ein bisschen Feedback geben. Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder nicht. Ich hatte das Gefühl, dass meine Haut ein bisschen kribbelt. Ich vermute, dass es daran lag, dass ich dieses Peeling benutzt habe, natürlich meine oberflächliche Haut so ein bisschen angekratzt habe und dann mit einem Produkt draufgegangen bin, was vielleicht meine Haut einfach so noch nicht kannte. Es war jetzt nicht so schlimm wie Shane Dawson damals in dem Jeffree Star Video, aber ich habe etwas in meinem Gesicht gemerkt. Das Ganze wurde dann aber besser, als ich den Toner benutzt habe. Und das ist der Vanilla Milk Toner. Und das war das erste Produkt, was ich aus der Reihe benutzt habe in den Schritten, ihr habt es ja gesehen, wo ich gesagt habe, wow, das fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Es ist verhältnismäßig stark parfümiert. Ich persönlich habe kein Problem mit Duftstoffen oder meine Haut hat kein Problem. Duftstoffe auf der Haut sind aber sehr, sehr schwierig für Produkte, die auf der Haut bleiben. Wenn so ein Waschgel oder so ein, weiß ich nicht, so ein Peeling Duftstoffe hat, ist es, glaube ich, schon etwas verträglicher, als wenn ein Produkt, was auf dem Gesicht bleibt, Duftstoffe hat. Duftstoffe können die Haut irritieren, es kann zu erhöhter Teigproduktion führen und dann wird die Haut nicht viel besser. Es hat sich aber trotzdem sehr, sehr gut angefühlt und ich habe das Ganze mit einem Wattepad aufgetragen und es hat tatsächlich noch, ich weiß nicht wie, weil ich war ja ungeschminkt, noch immer Schmutz so ein bisschen von der Haut weggeholt. Leon schreibt dazu, eine leichte Lotion an sich sehr cool, wäre nicht die starke Parfümierung mit deklarationspflichtigen Duftstoffen, aber Toner sind nicht notwendig. Okay, ich glaube, das ist auch so persönliche Präferenz. Für mich sind diese einzelnen Skincare-Schritte eher so, ich tue was für die Haut, ich fasse mein Gesicht an und man fühlt sich dabei gut. Ob es am Ende viel Sinn macht, wir werden es in 4 Wochen sehen. Es hat sich aber gut angefühlt. Es riecht sehr gut. Es riecht nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mag den Geruch aber sehr, sehr gerne. Ein Produkt, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten bin. Na, das ist ein Serum. Ich benutze Serien sehr, 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 sehr gerne. Und Kylie hatte damals, ich meine, das Ganze ist jetzt ein Jahr her, ne? Das Vitamin C Serum rausgebracht. Und ich lese ganz kurz vor, was Kylie, was Leon dazu geschrieben hat. Das erste Produkt, wo die Inhaltsstoffe stimmen. Okay, das, wie gesagt, das kann ich nicht bewerten. Deswegen nehme ich hier die Informationen, die Leon öffentlich gemacht hat, auch so ein bisschen mit in das Video rein. Aber der Preis nicht. Also es ist recht teuer. Ich glaube, das kostet 30 Euro oder so oder 24. Ohne die Konzentration von Vitamin C kann ich wenig damit anfangen. Dazu ist es ein nicht gut erforschtes Vitamin C-Derivat. Dennoch das einzige Produkt aus der Reihe, welches absolut solide ist. Auch hier so ein bisschen, es ist ein Serum, auch da. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf Leons Information. Es hat sich sehr gut auf der Hand angefühlt und auch das Packaging war sehr, sehr schön. Es fühlt sich sehr hochwertig an, weil das erste Produkt ist, was aus Glas ist. Die anderen sind alle so ein bisschen aus Plastik gewesen. Der Toner ist so ein bisschen aus festerem Plastik. Hier sind 20 Milliliter drin, was ich sehr, sehr wenig finde. Es ist eine sehr feine Flüssigkeit und riecht sehr. Ich finde, es riecht ein bisschen muffig. Es verfliegt aber. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es auf meinem Gesicht bleibt. Fühlt sich aber sehr schön auf der Haut an. Und war so das erste Produkt, wo ich auch gesagt habe, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt gebe ich meiner Haut so ein bisschen was. Bei Serien generell Sonnenschutz, Freunde. Ich sage es mittlerweile oft,
Nehmt Sonnenschutz und 10 und das bisschen in der Foundation. Es reicht nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr peelt, wenn ihr Serien benutzt, Vitamin C Serien benutzt, wo ist der Sonnenschutz? Der hat mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen bei dem ersten Launch gefehlt. Das hatte ich damals schon so ein bisschen mit mir selber kritisiert. Ich glaube, es gibt mittlerweile Sonnencreme von ihr. Ist vermutlich auch parfümiert. Muss nicht unbedingt sein. Und es ist nicht in Deutschland verfügbar. Die Sachen sind ja jetzt bei Douglas erst rausgekommen. Deswegen hier, nehmt euren Sonnenschutz. Bitte, bitte, bitte. Und dann habe ich weitergemacht mit der Augencreme. Und da... Augencremes sind so... Braucht man Augencremes? Weiß ich nicht. Ich finde, auch das ist für mich so eher so dieser Schritt. Ich tue etwas für mich. Das ist aber eine rein objektive, subjektive ist Empfinden. Ich gebe was auf meine Augen. Was ich ganz spannend finde, ist das Füßchen. Das ist einmal hier ja wie so ein Elefantenfuß und man drückt dann rauf und dann kommt das Produkt raus. Und das ist Bananengelb. Und es riecht auch nach nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem Video erkennen konntet. Dadurch, dass es diese Farbe hat, gleicht es so ein bisschen die Augenschatten aus. Wie das im Langzeittest ist, auch hier, ich weiß es nicht. Es ist eine recht dicke Creme, fühlt sich auch sehr gut an. Was mich so ein bisschen stört, ist auch die Menge hier. Da sind 17 Gramm drin. Und wenn ich mir überlege, ich habe hier eine Augencreme von Floramare beispielsweise, da sind 30 Milliliter drin. Augencremes sind sehr, sehr teuer. Ob sie einen Effekt haben, auch schwierig zu sagen, fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen schade. Auch vor allen Dingen für den Preis. Und bei manchen Produkten muss ich sagen, okay, es ist schon teuer. Sind wir mal ehrlich. Es ist sehr, sehr teuer für das, was es ist. Ich komme gleich zur Review. Ich will das letzte Produkt einfach noch mit euch kurz besprechen. Und das ist der Face Moisturizer. Kylie behauptet, dass das einzige Produkt ist, was sie benutzt vor ihrem Make-up. Und ich sage, Girl, no way. Weil um dieses Make-up, was sie auf dem Gesicht hat, so wie es zumindest am Ende aussieht, zu bekommen, braucht man etwas mehr als das. Für mich fühlte sich das so ein bisschen an wie eine normale Tagespflege, wenn ich ehrlich bin. Sie ist auch hier mit so einem Pumpkopf. Ich mag das Packaging. Wie gesagt, es fühlt sich gut an. Es ist aber recht dick. Also ihr seht schon, es ist eher so ein bisschen wie eine Bodylotion. Auch die riecht ganz leicht, ist sehr schön schnell eingezogen und hat so einen leichten Glow auf der Haut hinterlassen. Ihr seht auch gleich, wenn ich euch das einblende, einmal wie meine Haut am Ende aussah. Es ist schon glowy, ich habe aber auch sehr viel mit meiner Haut gemacht jetzt, ne? Das darf man nicht so vergessen. Und ich schaue auch nochmal kurz, was Leon dazu geschrieben hat. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Wirklich nichts Besonderes, sehr basic, leider durch Zitrusextrakte, nicht für empfindliche Haut. Finde den Fragrance-Reclaim nicht so cool, da die Extrakte auch ordentlich duften. Die Extrakte haben einen Geruch, sehr, sehr wenig, finde ich. Also ich habe das Produkt ja jetzt hier aktiv benutzt. Ich finde, man riecht es nicht wirklich, es riecht einfach nach Pflege. Oh, ihr merkt, es ist sehr, sehr schwierig für mich, das konstruktiv zu beurteilen, weil das war jetzt das First Impression und bei Hautpflege, ich weiß, jedes Mal, wenn ich ein Produkt vorstelle, kriege ich ganz viele Kommentare von wegen, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Ich bin kein Hautpflege-Experte, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, deswegen habe ich mir die Informationen von Leon genommen. Mein Empfinden ist, es ist okay, meine Haut hat sich jetzt nicht irgendwie feuerrot verwandelt. Ich bin gespannt, wie sich die ganzen Produkte im Langzeittest auf meine Haut auswirken. Sehe ich einen Unterschied? Verbessert sich etwas? Verschlechtert sich vielleicht etwas durch die Duftstoffe, durch die Inhaltsstoffe? Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Und ich möchte das Ganze auch so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, das Problem ist, dass man von Kylie etwas mehr erwartet hat, glaube ich, oder erwarten hätten können, wenn wir auf die Inhaltsstoffe gehen. Dieses Unternehmen hat sehr, sehr, sehr viel Geld und man hätte das Geld wahrscheinlich gut in die Produkte investieren können, vor allen Dingen für den Verkaufspreis. Am Ende zahlt man meines Erachtens vom ersten Eindruck her sehr viel für Kylie, fürs Packaging und für dieses, ich benutze ein Produkt, was Kylie Jenner auch benutzt. Das ist für sehr, sehr junge Leute, junge Mädels vor allen Dingen, ein großes Verkaufsargument, was ich gerne thematisieren möchte, weil am Ende bringt sie nur das Produkt raus. Ob sie es am Ende wirklich jeden Tag benutzt? Ich glaube nicht. Mag sein, ich will aber auch niemandem was unterstellen. Also First Impression, es fühlte sich gut an, es hatte ein schönes Gefühl. Mein Kontostand fühlt sich nicht so gut an jetzt.
Ich bin gespannt, wie die Produkte einfach im Langzeittest sind. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen, einfach so einen ersten Eindruck zu bekommen, auch mit den Informationen von Leon. Vielen Dank, Leon, dass du die Informationen öffentlich geteilt hast. Und ich hoffe, dass euch das so ein bisschen hilft, weil ihr wünscht euch, dass ich auf Inhaltsstoffe eingehe. Das kann ich persönlich nicht, weswegen ich mir dann auch die Hilfe gesucht habe unter Leons Post. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Ihr könnt euch das anschauen. Ich nehme an, dass es, wenn das Video online geht, es vieles nicht mehr gibt, weil der Hype einfach sehr groß ist, weswegen ich aber auch sehr schnell mit dem Video sein wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen geholfen und ich danke euch, dass ihr hier wart. Lasst dem Video, falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf!